Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ja, zu Gast bei mir unsere kleine Sally, der kleine Wackeldackel sozusagen. Nein, kein Wackeldackel. Auf jeden Fall ist es heute so, ich fühle mich so ein bisschen allein. Iris ist arbeiten, ich bin zu Hause gerade und werde dementsprechend heute an den Peugeot Elysio drangehen. Das heißt, wir gehen nochmal an den Nummernschildverstärker. Der soll heute schwarz werden. Gestern habe ich hier alles vorbereitet. Heute möchte ich das Ganze auch schwarz machen. Ja, und Sally ist natürlich nicht dabei, weil sie muss das ja nicht einatmen. Also kein Tier nimmt Schaden, nur Peter höchstens. Auf jeden Fall ist es so, ich weiß nicht, ob man das sieht, hier rechts habe ich schon alles hin oder bereitgestellt. Das sind meine Farben und die möchte ich natürlich ganz gerne dafür nutzen. Das ist schwarz glänzend, auch Grundierung, grau und nochmal zusätzlich Klarlack. Also das möchte ich natürlich jetzt nochmal verarbeiten. Ja, und Sally, wie gesagt, da sie immer dabei sein möchte, dachte ich, naja, ich nehme sie mal mit. Vor allem, sie merkt sofort, wenn eine Kamera läuft. Das war uns erst gar nicht so bewusst, aber sobald man sie beim Spielen mit Akim oder mit Gucci filmt, macht sie gleich spitze Ohren und bekommt es mit, wenn man wirklich mit dem Handy mal sie filmt. Also von daher ist das echt eine ganz schlaue, ne? Aber es ist ja auch unsere Liebste mit. Also wir mögen ja nun alle drei und also alle drei Hunde. Und ja, sie ist nun mal ja, die Kleinste im Nest sozusagen. Ne? Ja. Ja, Sally, zeig dich mal von deiner guten Seite, würde ich mal sagen. Warum wackelst du denn jetzt so? Sonst wackelst du nie. Das ist Kamera. Dann habe ich natürlich hier auch noch was. Und zwar kam das heute an. Das ist was zum Messen. Kann jetzt natürlich gerade nicht aufstehen, aber ich denke mal, aus der Entfernung kann man das sehen. Hier ist noch was zum Messen bei. Und zwar sieht das so aus. Das ist wie so ein Phasenprüfer, aber vorne mit einer Spitze und hat hinten hier diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Cinch-Anschluss. Auf jeden Fall das Ding mit einer Klammer bei. Das habe ich mir auch nochmal so nebenbei geholt. Dabei ist auch nochmal eine separate. Ja, sieht aus wie eine Sicherung mit ein LED drin. Also, das leuchtet, wenn man ja mal was messen möchte. Funktioniert mit 12 Volt. Ja, jetzt hat sich Sally bequem gemacht und fühlt sich wohl ganz wohl. Ja, Lady in Pink, ne? Kann ich dazu nur so sagen. Und, aber ich denke mal, ich bringe jetzt die Kleine mal rein und dann baue ich hier meine Sachen auf und dann fangen wir mal an. Wir fangen an mit Schleifen, also Nassschleifen, Grundieren, Lackieren und Klarlack lackieren. Das ist jetzt erstmal das, was ich machen möchte. Aber erstmal knuddel ich noch ein bisschen. Bis gleich. Also ich würde erstmal damit wieder anfangen. Wir müssen ja das hier jetzt erstmal lösen. Die Vorbereitung war ja gestern, also heißt es jetzt das gleiche nochmal nur lösen. Ziehen hier die Mutter runter, die Unterlegscheibe, die dahinter ist, und legen das einfach nur zur Seite. Mehr braucht da nicht. Hier auch noch mal die Unterlegscheibe. Muss ich natürlich darauf achten, dass mir
meine Sachen hier nicht rausplumpsen, die ich hier als Unterlage jetzt hier genutzt habe. Deshalb lösen wir das hier mal ganz vorsichtig. Nicht, dass vielleicht gleich alles dann unten liegt. Und ja, eins ist gefallen, aber die anderen drei Sachen habe ich gehalten. Das heißt, einmal bücken, schon habe ich wieder alles. Ja, Kennzeichen kann weg. Das kann ich jetzt runternehmen. Und da ich ja gestern, ich muss hier ein bisschen schleichen, da ich gestern hier ja nicht entgratet habe, aber weil ich ganz genau wusste, das wird auf jeden Fall neu lackiert, komplett lackiert, schwarz. Ich habe mir hier schon mal alles zurechtgestellt, Wasser, 1200er Schleifpapier, das reicht Menge hin. Zum Entfetten nehme ich Bremsenreiniger, das sollte auch ausreichend sein. Und jetzt, um das Ganze hier nochmal ein bisschen zu entgraten, habe ich nochmal etwas gröberes Schleifpapier, aber das soll oder richtet ja auch keinen Schaden an, weil ich gehe jetzt gleich mit ganz fein und nochmal nass richtig drüber. Das heißt, hier die Krate weg, das sieht gut aus und nehme jetzt einfach mein 1200er Papier, einmal ins Wasser und das heißt einmal anschleifen. Mir extra ein Tuch drunter gelegt, dass ich nach Möglichkeit hier keine Schramm aus von der Platte noch runterhole und dass ich dann oder dass das Ganze dann sonst umsonst war, sagen wir mal so. Deshalb lieber immer was runterlegen, darf ruhig nass und schmutzig werden. Und so, jetzt drehen wir das Ganze hier mal und ziehen hier, wenn mein Tuch mal ein bisschen wegbleiben würde, ganz einfach hier rüber. Aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Einmal abwischen und nochmal kontrollieren, dass das auch ringsrum wirklich angeschliffen ist. Das kann man ja so kontrollieren. Hier sind noch meine Schleifspuren, aber die sind nachher weg. Das sieht nachher kein Mensch mehr. Gut, das sieht ganz gut aus. Nochmal ins Wasser und dann die Kanten. Weil die Kanten müssen ja genauso angeschliffen werden. Sonst bekommt man ja da keinen Halt rein. Und ich möchte ja, wie gesagt, das komplette lackieren. Das heißt natürlich auch die Kanten. Muss ja, also die Grundierung muss ja auch halten können. Und deshalb in diese leichten kleinen Poren kann sich das dann, also die Grundierung besser halten, sagen wir mal so. Ja, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Ich gehe aber jetzt nochmal trotzdem mit nochmal einem sauberen Stück, was hier ist, nochmal richtig drüber, dass ich hier vielleicht nochmal das Grobe ein bisschen noch feiner hinbekomme. Wasser darf ruhig drauf stehen auf dieser Platte, das spielt keine Rolle. Ja, ich glaube, das sieht schon soweit schon mal ganz gut aus, diese Seite zumindest. Jetzt heißt es natürlich auch noch die andere Seite. Da nehme ich, ja, kann ich den Bogen noch mal nehmen für. Und bei mir war ja auch überall Schramm drauf. Die waren vorher schon drauf. Und die holen wir somit jetzt hier. Zumindest machen sie feiner. Wenn wir sie vielleicht nicht ganz wegbekommen, aber wir kriegen sie auf jeden Fall so gut wie weg.
das sieht schon recht gut aus. Hier die Kanten nochmal schön nachgehen, weil gerade die Kanten, da muss der Halt stimmen. Sonst blättert euch das irgendwann gleich wieder ab und das soll ja nicht abblättern, das soll ja dann auch wirklich halten. Mein Tuch wieder gerade ziehen hier. Ja, aber das sieht gut aus. Ja, die Kanten sind auf jeden Fall auch hier ganz gut geworden. Nochmal umdrehen. Gucken jetzt hier nochmal die Kanten an. Ja, da könnten wir auch nochmal ganz leicht drüber gehen. Also hier außen, dass wir die Kanten hier auch schön von allen befreit haben. Noch einmal so rüber. Ich glaube, das sieht schon gut aus. Zum Reinigen dann, dass das auch fettfrei wird, nutzt am besten ein schönes, sauberes Tuch dafür und dann eben den Bremsenreiniger. Ich habe auch Silikonentferner da, aber ich habe keinen Deckel dafür und das ist so eine Literflasche. Das ist dann immer, ja, das ist dann immer blöd, wenn man nichts, kein Deckel dafür hat. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt kann ich mit dem Tuch hier noch mal ein bisschen trocknen, das Ganze. Und ja, entfetten, dann geht's weiter. Hier habe ich mein Tuch, meine Fettfinger, weil ich möchte das hier jetzt entfetten. Deshalb, also dass kein Fett mehr drauf ist, habe ich hier auf jeden Fall ein Papiertuch, meinen Bremsenreiniger und ziehe jetzt meinen Bremsenreiniger hier schön drüber. Wenn das Tuch ein bisschen franzt, ist das nicht so schlimm, weil die Hauptsache ist dann, dass nichts mehr drauf bleibt. Auch natürlich von dem Tuch. Ja, das sieht schon recht gut aus, möchte ich mal meinen. Kanten und Ecken noch mal richtig. So, das zeige ich euch jetzt noch mal. So sieht es jetzt angeschliffen aus. Ja, die Kanten, das wird man nicht groß sehen, aber die Kanten sind auch schön sauber. Und das würde jetzt bedeuten, sauber machen richtig und schon können wir lackieren. Also, ich habe mir ein Provisorium gebaut und zwar so, dass ich jetzt mein Teil hier drinne lackieren kann und habe es mit zwei Schrauben fixiert und dass ich ja ringsrum gehen kann und so wenig wie möglich ja Schmutz dran ist. Das würde jetzt bedeuten, die erste Schicht wäre die Grundierung. So, dass meine Nase das nicht alles schwarz einatmet, dachte ich, ich setze mir einfach einen Mundschutz wenigstens auf. Sieht ja ein bisschen professioneller aus. So, habe jetzt meinen Deckel von der neuen Grundierung runtergenommen. Auf jeden Fall, so kann ich das Schwarz nicht einatmen und beim Ausschniefen nur alles schwarz im Taschentuch zu haben. Also von daher, so ein bisschen Schutz ist gar nicht so verkehrt. Das würde jetzt bedeuten, wir können damit starten.
nie direkt anfangen, sondern immer daneben anfangen und dann die Bahn ziehen. Weil fangt ihr vielleicht gleich so an, dann habt ihr das Problem und eventuell kleckert das Ganze hier und dann habt ihr so eine Punkte drauf. Deshalb immer entweder gleich in eins so durchziehen, aber beim Absetzen und wieder anfangen nie so drauf halten. Also, das heißt, wir fangen jetzt mal an. Ich halte ungefähr zwischen 25 und 30 cm ja, Luft dazwischen, dass das nicht so schnell ankommt und dann vielleicht gleich verläuft. Das wäre jetzt vorne. Jetzt heißt es etwas lüften dabei. So kann das gleich rausziehen und man ja, ist nicht in den ganzen Nebel hier drin. Jetzt geht es von der Rückseite nochmal los. Das sieht schon mal recht gut aus. Vor allem, ihr habt die Möglichkeit und könnt euch die Seite dann aussuchen. Die schönere Seite nehmt ihr nach vorne, die etwas schlechtere Seite nehmt ihr einfach nach hinten. Aber wir lassen uns überraschen, vielleicht sieht es ja von beiden Seiten gleich gut aus. Wenn ihr durchsprüht, dann könnt ihr auch ruhig drüber halten. Also hier reicht das schon länger aus. Hier hinten, ja. Hat seinen Zweck erfüllt, das reicht nun aus. Mehr Lack braucht da nicht drauf. Jetzt lassen wir es ein bisschen ziehen und kommen dann schon mit dem Schwarz hinterher. Jetzt würde es heißen, der zweite Lack kommt drauf, Schwarz. Ich fange jetzt aber von hinten an. Erstmal die Kanten.
mal. Jawohl, hinten sieht schon gut aus. Es kommt noch eine schwarze Schicht, kommt noch mal hinterher. Jetzt ist es erstmal das Decken und dann kommt natürlich letztendlich der komplette Lack drauf. Das heißt, wir machen jetzt von vorne weiter. Ich habe auch den Ventilator laufen lassen. Ihr seht, wie schön jetzt der Nebel auch weggeschoben wird. Dass erst gar kein Nebel groß entstehen kann. Das sollte reichen. Jetzt kommt dann nach 15 Minuten circa die zweite Lage drauf. Ja, 15 Minuten sind fast rum. Ich würde sagen, wir gehen da nochmal drüber und danach kommt der Klarlack nochmal drüber. Das schützt natürlich doppelt. So viel braucht da nicht mehr drauf. Das sieht schon verhältnismäßig gut aus. Das Gute ist, der Ventilator, der pustet wirklich den Staub weg. Jetzt muss ich einmal gucken. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Also, jetzt noch einmal Klarlack drüber, dann ist das in Ordnung und hat auch schön sauber gedeckt. Kamera habe ich erstmal ein bisschen weiter weggestellt, so dass sie nicht das Ganze oder den ganzen Sprühnebel abbekommt. Eben durfte ich doch erstmal ein bisschen putzen. So, Klarlack ist dran. Umgebaut habe ich. Wir fangen wieder von hinten an. Ja, das sieht schon ganz okay aus. Jetzt gehen wir mal von vorne. Menge. Wird sogar leicht hell, also ist es richtig gut was drauf. Das würde jetzt bedeuten, trocknen lassen und ja, spätestens in 24 Stunden baue ich das dann wieder an. Wie gesagt, das kann jetzt noch durchtrocknen. Die Temperaturen sind gut dafür, also trocknet es auch ganz gut. Spätestens, ich denke mal im nächsten Video, können wir dann mal einen Blick drauf werfen, wie es denn auch dann aussieht. Jetzt ist es so, das heißt erstmal Kamera putzen. Hat doch mehr Nebel abbekommen, als ich dachte. Aber so ist das nun mal, auch beim Lackieren, wenn man es gerade in geschlossenen Räumen macht. Deshalb zirkuliert das ganz gut durch, dass immer
Luft drin ist und ihr nicht gerade dabei erstickt. Am besten ist sogar noch im Freien. Normal hätte ich es gerne draußen gemacht, aber ich wollte heute für euch einfach mal hier ganz in Ruhe und entspannt das zeigen. Auf jeden Fall, so, Lady in Pink hole ich jetzt natürlich hier nicht mehr rein, weil sie soll da nicht drunter leiden unter meine Sachen, die ich hier fabriziere. Auf jeden Fall, wir sehen uns in den nächsten Videos schnellstmöglich wieder und ihr wisst, das geht schneller, als ihr wieder gucken könnt. Bis dann, macht's gut, tschüss.